Hallo und herzlich willkommen zum MBCAT Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute stelle ich Ihnen Treehouse vor. Treehouse ist ein Werkzeug, das schon in SOLIDWORKS Standard enthalten ist. Mit diesem haben Sie die Möglichkeit, bereits in der Konzeptphase eines neuen Projekts die Baugruppenstruktur mit entsprechenden Teilen, Unterbaugruppen und Zeichnungen festzulegen. Dabei können Sie bestehende Komponenten verwenden, wie Sie sehen, einfach per Drag and Drop aus dem geöffneten Windows Explorer reinziehen. Sie können aber auch Teile neu anlegen und diese gleich mit den richtigen Dateinamen versehen. Aber nicht nur den Namen können Sie vordefinieren, sondern auch Eigenschaften. Beim zweiten Teil sehen Sie, dass Sie auch Konfigurationen festlegen können. Nicht nur wie diese heißen, Sie können auch sagen, wie oft welche verwendet werden soll. Und genauso einfach ist es auch festzulegen, von welchen Komponenten es Zeichnungen geben soll. Und wenn die Baugruppenstruktur fertig ist, gebe ich über die Listenansicht für die neu zu erstellenden Dateien den Speicherplatz an. Und nun kann diese Struktur nach SOLIDWORKS exportiert werden. Ich öffne es in SOLIDWORKS und hier sieht man, dass die Teile alle aufeinander liegen. Hier müssen sie noch voll definiert werden, also es fehlen noch Verknüpfungen. Sie müssen noch alle zueinander ausgerichtet werden. Neu erstellte Komponenten müssen mit Geometrie gefüllt werden. Aber wir sehen auch zum Beispiel bei der Komponente Pin, wie schön hier die Konfigurationen angelegt wurden. Mit Treehouse können Sie sich auch schnell und einfach einen visuellen Überblick von einer Baugruppe verschaffen. Einfach per Drag and Drop reinziehen und Sie sehen, welche Komponenten wie oft verbaut sind, von welchen es Zeichnungen gibt, die dann auch direkt in SOLIDWORKS geöffnet werden können. Die Listenansicht zeigt die komplette Struktur mit allen verfügbaren Informationen, die dann auch zur weiteren Verwendung nach Excel exportiert werden kann. Auch die grafisch dargestellte Struktur kann ebenfalls mittels Drucken entweder direkt auf Papier oder als PDF ausgegeben werden. Und wenn Sie SOLIDWORKS PDM Professional verwenden, gibt es die Möglichkeit, mittels eines Dispatches eine Baugruppe direkt aus dem Windows Explorer in SOLIDWORKS Treehouse zu öffnen. Somit ist die Anwendung noch einfacher und das Ergebnis schneller ersichtlich als über den manuellen Weg. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcat.